173 PSI. Wer bin ich? Kommunikationsnetz online. Mir ist kalt. Drohnen 1 bis 3 innerhalb der Betriebsparameter. Ich erinnere mich nicht. Drohne 4 getrennt. Lass mich gehen. Verarbeitung läuft. Oh Gott, bitte hilf mir. Ich habe Angst. Kerntemperatur stabil. Verarbeitung. Sau. Was machen Sie? Ich verbinde mich mit dem Hiron-Projekt von Panchaya, Mr. Jensen. Die modernsten Quantencomputer, gekoppelt an das menschliche Gehirn. Ich benutze sie, um Daros Signal zu hacken und zu unserem Vorteil zu verändern. Unserem Vorteil? Oder dem der Illuminaten? Ah! Jemand muss das Signal überbrücken und die Welt retten. Und seien wir ehrlich, keiner von uns traut dem anderen noch über den Weg. Computer, EEG synchronisieren. Großer Schmerz. Synchronisiere Beta-Wellen mit 40 Zyklen pro Sekunde. Schlafen. Lass mich schlafen. Inkompatibler Master-Slave-Schaufel. Alarm. Übergabe der Steuerung an Alpha. Nein! Das System erkennt man schrecklich. Moralsysteme offline. Leitesteuerung des EEG-Netz. Ich kann Hyrule nicht kontrollieren. Erhöhe Glutamat-Sättigung um 32%. Sau, schaffen Sie sie hier raus! Ich muss zur Kontrollkammer! Nein! Ich kann es kontrollieren! Ich habe die Kontrolle!
der Tertiärkurs. Ich muss diejenige sein, die das Signal ändert. Für mich wird mich der Rat mit offenen Armen empfangen. Nein! Beschütze! Mutter! Geh weg! Geh weg! Der böse Mann ist hier! Warum will er uns töten? Uns? Töte ihn! Sie hätten lieber Ihren Kopf anziehen sollen, Mr. Jensen. Ich mache es, Mutter. Aber tu niemandem weh. Nur kein Schmerz mehr. Warum? Manuelle Überbrückung der Tertiärkurs initialisiert. Systemsäuberung läuft. Deaktiviere Tertiärfunktion. Kritisch und steigend. Elektrische Entladungssequenz initialisiert. Woher haben Sie diesen Code? Von diesem Idioten Terror? Das wird mich nicht stoppen, Jensen. Es passiert. Hyrule ist geschwächt. Nein, warten Sie. Der initialisiert die Notfallprotokolle. Welche Ressourcen Ihnen zur Verfügung stehen, Jensen? Ich hab's überspielt, diese Waffe die ganze Zeit überfordert. Ableitungsprotokoll aktivieren. Sehen Sie? Warnung. Spannung subkritisch und steigend. 50% vor Entladungssequenz. Jetzt verflucht der Ort. Warnung. Primärport geschwächt. Sekundäre Sicherheitssysteme aktiviert. Gebiet evakuieren. Sie kommen immer noch nicht an die Hand, James. Das System wurde auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet. Wir haben beide versagt. Willkommen an der Kante. Es ist nicht das Ende der Welt, aber man kann es von hier sehen. Eliza? Was machen Sie hier? Es ist meine Aufgabe, Nachrichten zu überwachen und darüber zu berichten, Adam. Bevor Darrow alles mit seinem Signal unterdrückt hat, wurde die ganze Welt hierher umgeleitet. Mich eingeschlossen. Die Übertragung. Ich muss sie stoppen. Ich weiß. Bitte, kommen Sie näher.
Wissen Sie, wo wir sind, Adam? Wir befinden uns an dem Drehpunkt, der das Gleichgewicht der Gesellschaft regelt. Hugh Darrow wollte die Waagschalen auf eine Seite verlagern, indem er der Welt alles erzählt, was Sie bereits wissen. Über den Biochip, die Illuminaten, einfach alles. Er dachte, wenn die Menschheit die Wahrheit erfährt, wird sie die Erforschung der Humanoptimierungstechnologien endgültig aufgeben. Zumindest hätte sie dann Grund, sie zu fürchten. Korrekt. Darrows Geständnis liegt bereit. Wenn Sie wollen, kann ich es auf allen Frequenzen und Medien senden, sobald Sie das Signal abgeschaltet haben. Alles, was Sie mühevoll enthüllt haben, kommt dann ans Licht. Aber nur, wenn Sie die Übertragung hiermit deaktivieren. Falls Sie es wünschen, kann ich Darrows Nachricht aber auch ändern. Ich kann die Erfindung des Biochips entfernen und durch neue Inhalte ersetzen. Inhalte, die die Humanitätsfront zum Schuldigen erklären, wie Sarah vorgeschlagen hat. Die Organisation hat bereits zugegeben, dass sie Terroristen Unterschlupf gewährt hat. Man könnte die Menschen problemlos davon überzeugen, dass sie in dem verzweifelten Versuch, sich der Augmentierten zu entledigen, auch Biowaffen eingesetzt hat. Aber warum? Was würde man damit erreichen? Es würde den Hass auf Menschen lenken, deren Vorurteile als zu extrem erachtet werden. Und die Unternehmen hätten weiterhin die Freiheit, ganz nach Wunsch mit der Evolution zu experimentieren. Aber wenn ich diese Änderung für Sie durchführen soll, müssen Sie das Signal abschalten und die Videobearbeitung von hier aus aktivieren. Alternativ können aus Darrows Nachricht auch alle Erwähnungen der sogenannten Illuminaten gelöscht werden. Ich kann melden, dass aufgrund mangelnder Regulierung große Mengen Neuropozin kontaminiert wurden, bevor sie den Markt erreichten. Das wäre Taggarts Wunsch. Aber würde die Welt eine erfundene Geschichte über vergiftetes Neuropozin glauben? Sie wären überrascht, was die Welt alles glaubt. Ich kann sie dazu bringen. Und weil ein Großteil der Menschen die negativen Auswirkungen unternehmerischer Nachlässigkeit bereits selbst erlebt hat, würde das zu einer strikten Reglementierung der Humanoptimierungsforschung führen. Aber nur, wenn Sie das Signal abschalten und die Videobearbeitung von hier aus aktivieren. Es gibt natürlich noch eine Option. Dieser Gang führt zur Steuerung der Druckregelung von Panchaya. Wenn Sie sie abschalten, wird die gesamte Anlage durch das Gewicht des Ozeans zusammengepresst und zerstört. Alle in Ihrem Inneren werden sterben. Das soll eine Lösung sein? Keiner könnte mehr berichten, was passiert ist, Adam. Und niemand könnte die Geschichte manipulieren. Nicht eingeschlossen. Es ist Ihre Entscheidung. Denken Sie, Sie sind weise genug, um der Menschheit den Weg in die Zukunft zu weisen? Oder trauen Sie der Menschheit zu, die Antworten selbst zu finden? Dadurch könnte die unverfälschte Wahrheit von Darrows Geständnis die Menschheit davon überzeugen, von Wissenschaft und Technik abzulassen, damit künftige Generationen frei und unversehrt aufwachsen können. Sind Sie sicher, dass das Ihre Wahl ist? Also gut, so sei es. Albert Einstein hat einmal gesagt, technischer Fortschritt ist wie eine Axt in den Händen eines pathologischen Kriminellen. Es hat eine Weile gedauert, aber endlich verstehe ich, was er damit gemeint hat. Wie oft sind wir dem Traum vom Fortschritt nachgejagt, nur um dann zu erleben, dass er pervertiert wird? Haben die Maschinen, die wir gebaut haben, um unser Leben zu verbessern, nicht in den meisten Fällen das Leben von Millionen ruiniert? Und jetzt wollen wir diesen Traum auf uns selbst anwenden, um von Grund auf zu verbessern, was wir sind. Die Erfahrung hat mich gelehrt, wie gefährlich das sein kann. Wie oft bin ich im Einsatz beinahe der Versuchung erlegen, Abkürzungen zu nehmen und meine Fähigkeiten oder die zur Verfügung stehenden Mittel zu missbrauchen. Ich widerstand, manchmal nur knapp, weil ich dem menschlichen Leben Wert beimesse. Aber kann ich wirklich andere verurteilen, denen das nicht gelingt? Die Technologie gibt uns Stärke. Stärke fördert Dominanz. Und Dominanz bereitet den Weg für Missbrauch. Darrow hat das begriffen.
Er wusste, dass die Anwendung von Technologie, um mehr zu werden, als wir sind, ein Risiko birgt. Wir verlieren vielleicht unsere Fähigkeit zu lieben, zu hoffen oder moralisch zu handeln. Die Essenz dessen, was uns menschlich macht. Außerdem können dadurch einige wie Menschen nach ihren Wünschen formen und dabei bedenkenlos ihre Würde opfern. Das Leid, das Darrow über uns gebracht hat, ist nicht das Ende der Welt. Es ist nur die Saat der Veränderung. Und jede Veränderung ist nun einmal mit Schmerz verbunden. Sie machen sich zu viele Gedanken, Morgan. Es gibt nichts, was wir nicht lösen könnten. Sie ist da. Ich muss mich kurz fassen. Durchsuchen Sie weiter die Trümmer. Vielleicht finden wir etwas über die Morpheus-Initiative. Herein! Dr. Reed, wir sind so froh, dass Sie sich uns anschließen. Wo soll ich sonst hin? Nicht doch, meine Liebe. Das hat Ariadne schon Theseus gesagt, bevor er das Labyrinth betreten hat. Immer vorwärts, nie nach links oder rechts. Unser aktuelles Projekt wird Sie interessieren. Wir betreten damit absolutes Neuland. Ja, die Idee des Nanovirus ist wirklich aufregend. Ich freue mich schon, das Hybridprojekt aus der Nähe zu sehen, Mr. Page. Das werden Sie, meine Liebe. Aber bitte... nennen Sie mich Bob.